Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut auf www.julmedia.de. Wir haben letzte Woche wieder neu gestartet mit Johannes 8, Vers 12 und wollen heute ein bisschen Boden gut machen, ein paar Verse lesen und vor allem eine sehr interessante Geschichte uns anschauen, die uns wieder einiges zeigt über die Weisheit von Jesus und sein Taktgefühl und was wir von ihm lernen können. Bevor wir das tun, wollen wir natürlich gerne beten und ich lade euch ein, dass wir dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen und dass Jesus in seinem Leben, durch seine Worte, durch seine Taten gezeigt hat, wie du bist. Und Herr, wir wollen dich heute richtig verstehen. Wir wollen nicht sein wie die Pharisäer, die nach Ausflüchten gesucht haben und nach Widersprüchen. Wir wollen verstehen, wie du bist. Wir wollen dich besser kennenlernen. Also möchten wir dich bitten, dass du alles Störende fernhältst und dass dein Wort, die Kraft deines Wortes, die du hineingelegt hast, unsere Herzen erreicht und dass wir Mut fassen und Fröhlichkeit, weil wir wissen, dass du auf unserer Seite bist. Sprich du durch dein Wort zu uns, sei unser Lehrer. Und hat Dank für das Evangelium. Das bitten wir alles im Namen von Jesus, der das, was wir heute lesen, selbst erlebt und gesagt hat und jetzt für uns eintritt. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Letzte Woche haben wir gelesen, wie Jesus sagte, als er wieder redete, nicht wahr? Nun redete Jesus wieder, ich bin das Licht der Welt. Wir haben gesehen, dass Jesus damit den Erlösungsplan erklärt hat. Er hat damit erklärt, was er an der Ehebrecherin getan hat. Nämlich als er gesagt hatte, so verurteile ich dich nicht, wie er ihr vergeben hat. Und wie er damit erklärt hat, dass er das tun, dass er Gott ist, nicht wahr? Dass er wirklich vergeben kann und dass er das Licht der Welt ist, weil er für die Sünden aller Menschen sterben würde und auferstehen würde und deswegen ihr vergeben konnte. Vielleicht lesen wir einfach jetzt direkt mal weiter, um in das Thema hineinzugehen heute, weil die Geschichte jetzt noch weitergeht. Wir lesen mal in Vers 13, Johannes 8 und dort Vers 13. Wer mag lesen? Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Genau, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jetzt kommen die Pharisäer und die sagen was Interessantes. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, was eure erste Reaktion ist. Gut, ich meine, wir haben den Satz schon oft gehört, aber stellt euch vorher zum ersten Mal, dass Jesus und er vergibt diese Ehebrecherin und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und die Pharisäer kommen und sagen, du redest von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahrhaftig. Und der Vorwurf hier ist ziemlich perfide, wir werden gleich sehen, warum. Dazu müssen wir uns ganz kurz ein bisschen zurückerinnern. Also für alle von euch, die ja schon längere Zeit bei diesem Seminar gewesen seid, wir müssen uns ein bisschen zurückerinnern. Wir sind ja hier, weiß jemand noch, bei welchem, Jesus ist ja in welcher Stadt? Er ist in? Hier, das Ganze spielt in welcher Stadt? In Jerusalem, genau, immer noch in Jerusalem, seit Johannes 7. Und Jesus ist dort zu einem bestimmten Fest gekommen. Weiß jemand noch, welches Fest das war in Johannes 7? Das Laubhüttenfest. Und weiß jemand noch, in welchem Jahr? Das ist also im Herbst. Ja, im Herbst. Welchen Jahres? Wir sind im Jahre 30 nach Christus. Wir sind jetzt quasi ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Ja? Und wir haben noch ein halbes Jahr vor uns. Ja? Wir haben noch viel Material, aber es ist noch ein halbes Jahr. Und wir hatten damals mal gelernt, dass Jesus längere Zeit nicht in Jerusalem gewesen ist. Ja? Und zwar war er davor das letzte Mal in Jerusalem beim Passafest, und zwar im Jahre 29 nach Christus, und zwar im Frühjahr. Das heißt, wie lange war er nicht in Jerusalem gewesen? Ein anderthalb Jahre lang, ja? Von Frühjahr 29 bis Herbst 30. Und es gibt einen Grund, und das heißt, er hat hier eine ganze Reihe von Festen, das Passa 30, das Laubhüttenfest, hat er ausgelassen. Das haben wir damals studiert. Er ist in Galiläa gewesen, hat sich dann auch zurückgezogen. Das ist ein Grund. Das hatte zu tun mit etwas, was hier passiert war. Und zwar ist das die Geschichte von Johannes 5. Wir haben jetzt hier Johannes
7 und 8. In Johannes 5 etwas passiert. Weiß jemand noch von euch, was in Johannes 5 passiert war? Ich gebe zu, es ist schon Jahre her. Ihr kennt vielleicht Johannes 5. Was ist dort passiert? Er hatte jemanden, weiß es jemand? Er hat jemanden geheilt. Und zwar, wen hat er geheilt? Den Mann am Teich Bethesda, der war 38 Jahre lang dort krank gewesen. Das Problem aber war, in Anführungsstrichen, aus Sicht der Pharisäer, es war eine Heilung am Sabbat. Und was ist dann passiert, als er den Mann heilt? Übrigens, dem er ja gesagt hat, vielleicht könnt ihr euch erinnern, er hat ja gesagt, nicht wahr, sündige nicht mehr, nicht wahr, damit nicht etwas Schlimmes passiert. Also er heilt den Mann am Sabbat, sagt ihm, sündige hinfort nicht mehr. Und dann wird er aber angeklagt. Von wem wird angeklagt? Von den Pharisäern, und zwar nicht nur irgendwie, er wird formal vor den obersten Gerichtshof gestellt, den Sanhedrin. Ja? Da ist er zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre lang im Dienst gewesen erst. Und er wird bereits wegen Sabbatbrechen vor den Sanhedrin gestellt. Das heißt, da steht schon die Todesstrafe schon im Raum. Ja? Er ist vor dem Sanhedrin und wird vor Gericht gestellt. Er wird dann zwar nicht verurteilt, er geht dann, aber das ist der Grund, warum er dann anderthalb Jahre nicht nach Jerusalem geht. Er meidet Jerusalem und er kommt ja auch hier dann auch nur versteckt zum Laubhüttenfest erst, nicht wahr? Erinnert euch. Und das ist immer noch ganz aktuell, denn wenn ihr euch erinnert, in Johannes 7, da sagt Jesus, vielleicht ganz kurz einmal umschlagen, Johannes 7, da sagt er nämlich in Vers 21, also hier jetzt in diesem Jahr 30, anderthalb Jahre später, da sagte in Vers 21, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Ja, da bezieht er sich darauf, dass sie immer noch nach anderthalb Jahren ihm das vorwerfen, dass er am Sabbat jemanden geheilt hat. So, das als Hintergrund. Jetzt gehen wir ganz kurz zu Johannes 5. In der Gerichtsverhandlung hatte Jesus etwas gesagt. Geht mal mit mir zu Johannes 5 und dort Vers 31. In der Gerichtsverhandlung sagt Jesus Folgendes. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Könnt ihr das sehen? Jesus hat hier gesagt in Johannes 8, Vers 31, Johannes 5, Vers 31, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Und jetzt, anderthalb Jahre später, in Johannes 8, als er sagt, ich bin das Licht der Welt, kommen die Pharisäer und sagen, hahaha, jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich. Du hast von dir selbst Zeugnis abgelegt, deswegen ist dein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ist das nicht der Wahnsinn? Also ich glaube, die allermeisten von uns, die wir Johannes 8 lesen, wir wären nie im Leben drauf gekommen, ja? Wir hätten das schon längst vergessen, obwohl es quasi nur zwei, drei Seiten zurückliegt, nicht wahr? Die haben sich nach anderthalb Jahren noch immer an die Worte von Jesus erinnert. Und ist es nicht krass, die haben sich an die Worte von Jesus erinnert und sind davon nicht in ihrem Herzen verändert worden? Die wussten noch wörtlich, was er gesagt hat, aber haben es gegen ihn verwendet. Das zeigt, dass Intelligenz allein nicht hilft. Ja? So, und jetzt natürlich eine spannende Frage. Hat Jesus sich hier widersprochen? Nein, natürlich nicht. Wir müssen erstmal fragen, also als Jesus hier beim Sanhedrin gesagt hat, ich lege nicht Zeugnis ab von mir selbst, was war denn die Situation? Worum ging es denn hier? Was war denn der, also, was war die Situation? Wenn er vor dem Sanhedrin stand, dann war, was war seine Position? Er war angeklagt. Er selbst war angeklagt, nämlich ein Gesetzesbrecher zu sein. Er sollte sich jetzt quasi verteidigen. Und das macht er nicht. Er sagt, ich selbst verteidige mich nicht. Ich lege nicht Zeugnis ab von mir selbst, sondern dann in Johannes 5, wenn ihr das nochmal nachlest, sagt er, es gibt andere, die von mir Zeugnis geben. Nämlich, welche Zeugnisse ruft er dann auf? Wer zeugt ihn in Johannes 5? Könnt ihr mal nachschauen nochmal? Er sagt, Johannes der Täufer, nicht wahr? Die gibt Zeugnis und dann sagt er, habe ich noch ein größeres Zeugnis, nämlich die Werke, die ich tue. Ja? Der Vater, er zeigt dann sozusagen, wer alles beweist, dass er der Messias ist. Ellen White sagt an der Stelle, er hat sich geweigert, als Angeklagter behandeln zu lassen. Er hat einfach gezeigt, wer er ist. Ja, er hat gesagt, er hat sich nicht selbst verteidigt, weil er war selbst angeklagt. Und das ist übrigens auch ein ganz interessantes Prinzip, das wir lernen können. Wenn jemand mich attackiert, kann ich die Sache Gott abgeben. Ich muss mich nicht selbst verteidigen. Ich muss nicht sagen, aber ich habe recht und so. Ja? Das menschliche Herz möchte sich selbst verteidigen. Der Christ darf wissen, es gibt einen besseren Anwalt, als ich selbst es bin. Gott ist mein Anwalt. Ja? Ich muss mich nicht selbst verteidigen. Jesus hat gesagt, ich verteidige mich selbst nicht. Ich lege nicht selbst. Wenn ich angeklagt bin, soll Gott für mich kämpfen, aber ich werde nicht selbst begründen, warum ich nicht getötet werden muss. Aber war jetzt hier Johannes 8, als Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, war das eine Gerichtsrede?
War er selbst angeklagt? Nein, als er sagt, ich bin das Licht der Welt, ging es nicht darum, dass er sich selbst verteidigt hat. Es ging darum zu erklären, warum er dieser Frau vergeben hat. Es ging um den Erlösungsplan, ja? Also zwei völlig verschiedene Dinge. Und da sieht man, dass natürlich diesen Pharisäern eigentlich das geistliche Verständnis fehlt. Sie sehen nur die Worte und verdrehen sie sozusagen. Ja? Also, dieses Wort nicht glaubwürdig heißt auch wörtlich nicht wahr. Also mit anderen Worten, er sagt, wenn du dich jetzt selbst sagst, du bist das Licht der Welt, dann stimmt das gar nicht. Es ist nicht wahr. Ja, das ist sehr interessant. Also, jetzt schauen wir, wie Jesus darauf reagiert. Johannes 8 und dort Vers 14. Wer mag das mal lesen? Johannes 8, Vers 14. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Herrlich, oder? Ich sage, ja, in diesem Fall gebe ich tatsächlich Zeugnis von mir ab, aber es ist trotzdem glaubwürdig, weil ich weiß ja, wer ich bin. Wie gesagt, es geht ja in dieser Geschichte nicht darum, dass er angeklagt ist, als Sabbatbrecher selbst verteidigen muss, sondern worum ging es nochmal, als er sagte, ich bin das Licht der Welt? Was war seine Botschaft? Als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, was wollte er damit sagen? Was wollte er sagen, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Was war seine Botschaft? Seine Botschaft war, ich bin Gott und deswegen kann ich ihr vergeben. Das war seine Botschaft. Ich bin Gott, ich bin und das Licht der Welt, ich kann ihr vergeben. Und deswegen sagt er, ihr wisst ja gar nicht, wer ich bin. Ich weiß ja, woher ich komme. Ich weiß ja, dass ich Gott bin, sozusagen. Ich weiß ja, woher ich bin. Schaut mal mit mir in Johannes 7. Auch das ist interessant. Kurz zuvor hatten sie ja auch schon mit ihm gesprochen. In Johannes 7 und dort Vers 28 und 29. Johannes 7, Vers 28 und 29. Dort sagt Jesus, da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Also, er sagt, ihr kennt mich. Was kannten Sie von Jesus? Was wussten Sie von Jesus, von seiner Biografie? Die Pharisäer. Wer seine Eltern waren. Sie kannten seine Eltern. Ja, sie kannten den Josef, sie kannten die Maria, sie wussten, dass er aus Nazareth war, dass er vielleicht wussten sie auch, dass er, nee, vielleicht Bethlehem, weiß ich nicht, aber sie wussten einige Dinge über ihn. Sie kannten ihn als Mensch. Aber dann sagt Jesus, ich habe meinen anderen Ursprung, Ursprung ist das falsche Wort. Ich komme von woanders her. Und wo ich herkomme, den kennt ihr nicht. Wen meint er da? Er sagt den Juden schon damals, ihr kennt eigentlich Gott nicht. Und das ist das große Thema jetzt auch, denn wenn ihr Gott wirklich kennen würdet, würdet ihr doch wissen, dass was ich gerade gesagt habe zu der Frau, dass das Gottes Wesen ist. Ihr würdet doch Gottes Stimme wieder erkennen, oder? Ihr kennt ihn nicht. Und deswegen sagt er jetzt hier in Johannes 8, zu ihnen, ich weiß, woher ich komme, ich kenne Gott, aber ihr kennt Gott nicht. Und deswegen habt ihr gar kein Recht, mir zu sagen, ich habe mich hier widersprochen, weil ich weiß, dass ich Gott bin. Ja? Genau. Lesen wir weiter, Vers 15. Wer mag mal Vers 15 lesen? Johannes 8, Vers 15. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Genau. Was für eine interessante Aussage. Jesus sagt, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Was hat er gerade der Frau gesagt, als sie dort vor ihm kauerte? So verurteile ich dich auch nicht. Was hatten die Pharisäer eigentlich gesagt zu ihm? Also Sie haben ja die Frau vor ihnen gezerrt, damit er was tun sollte. Was war denn ihr Anliegen? Ja, sie soll doch verurteilt werden, ja? Und ihr sagt, ihr richtet nach dem Fleisch. Ihr sagt zwar, wir wollen Gericht machen, aber in Wirklichkeit seid ihr fleischlich, ihr seid gar nicht geistlich, ihr richtet nicht richtig. Und dazu gibt es ein paar interessante Prinzipien. Gehen wir nochmal zurück zu Johannes 7. Ihr seht, Johannes 8, Johannes 7 gehören ganz eng miteinander zusammen. Das ist eigentlich eine große Geschichte im Grunde genommen.
Johannes 7, Vers 24. Da sagt Jesus schon mal so etwas Ähnliches. Er sagt nämlich Johannes 7, Vers 24. Er sagt dort, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir nicht Gottes Geist haben, dann fällen wir ein Urteil des Ungerechtes. Ja, wir schauen uns an, mag ich den Menschen, mag ich ihn nicht. Ja, wir urteilen nach äußeren Kriterien. Selbst Samuel, der dabei war, einen neuen König für Israel zu krönen, ja, also der jetzt nicht unbedingt ungläubig war. Der war nicht ungläubig, der war nicht ungeistlich, der war schon ein Mann Gottes. Selbst der war in der Gefahr zu sagen, oh, der sieht groß aus, der sieht schön aus, ich war stark, erfahren, der Eliab, nicht wahr? Der ist der König. Was sagt Gott zu ihm? Der Mensch sieht auf die Augen, aber Gott sieht auf das Herz. Und deswegen sagt uns die Bibel, richtet nicht. Die Bibel sagt, wir sollen Sünde beim Namen nennen, das stimmt. Aber wir sollen nicht richten. Ja? Weil wir eben nicht so richten können, wie Gott richtet. Also, nach dem Fleisch. Ihr richtet nach dem Fleisch. Schaut mal mit mir in Römer 8, Vers 3. Was passiert denn, was meint denn, ihr richtet nach dem Fleisch? Was meint denn das Wort Fleisch hier an dieser Stelle? Das ist dann, also, ja? Menschlich. Also wir müssen, wenn die Bibel von Fleisch redet, meint sie oft den Gegensatz zwischen Geist und Fleisch. Ja, also da geht es nicht darum hier, das Fleisch hier unter meiner Haut, das ist nicht das Problem. Ja, das ist nicht das Problem. Sondern das Fleisch, also das geht zurück auf, welcher Geschichte kommt das zum ersten Mal vor mit Fleisch und Geist? Wo kommt es zum ersten Mal mit Fleisch und Geist? Wo der Gegensatz zwischen Fleisch und Geist in der Bibel beschrieben wird? Wo Gott sagt, mein Geist wird nicht ewig an ihnen wirken, weil sie sind ja Fleisch. Bei der Sintflut. Das waren Menschen, die eben Gottes Geist abgelehnt haben und deswegen fleischlich gelebt haben. Und immer wenn der Paulus später sagt, der Geist und das Fleisch, geht um diesen Widersatz zwischen Menschen, die auch mit dem Fleisch hier, nicht wahr? Unter der Haut, mit dem Geist leben und Leute, die ohne den Geist leben. Leute, die mit Gott leben und ohne Gott leben. Was passiert, wenn man ohne Gott lebt, wenn man quasi nur mit menschlicher Kraft richten möchte? Schaut mal in Römer 8 und dort Vers 3. Jetzt, die Pharisäer waren noch eigentlich der Meinung, hey, wir kennen die 10 Gebote, wir kennen das Gesetz, oder wolltest du das sagen? Wir kennen das Gesetz, Römer 8, Vers 3. Die waren der Meinung, wir kennen das alles, also urteilen wir richtig, oder? Übrigens kann es heute auch passieren, dass wir sagen, ich kenne noch die Dreifachengelsbotschaft, ich kenne noch, ich kenne die Prophetie, ich kenne die Aussagen von Ellen White, ich kenne das, ich weiß das alles, also werde ich richtige Urteile treffen. Das kann auch passieren, oder? Aber schaut mal, was hier steht in Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Danke, bis dahin. Bei mir steht sogar, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Wer ist kraftlos? Der Mensch. Ja auch, aber nicht, das steht nicht in Römer 8. Wer ist in Römer 8 kraftlos? Das Gesetz. Was der Paulus sagt, die 10 Gebote sind kraftlos, wenn sie von einem Menschen benutzt werden, der nur das Fleisch hat, aber nicht den Geist. Mit anderen Worten, wenn ich aus menschlicher Kraft die Bibel predige und nur aus menschlicher Kraft die Bibel anwenden möchte auf andere Menschen, geht das schief. Es wird kein gerechtes Urteil dabei rauskommen. Ich brauche den Heiligen Geist. Hat es das in der Bibel gegeben, in der Geschichte gegeben, dass Menschen die Bibel für sich in Anspruch genommen haben, aber ohne Heiligen Geist waren? Am laufenden Meter. Ja. Es reicht nicht allein, die Pharisäer dachten, hier, wir haben die Tora, da steht doch, nicht wahr, eine Frau, die Ehebrecherin, muss gesteinigt werden. Punkt aus. Aber ohne Heiligen Geist kommt ein falsches Urteil heraus. Und deswegen sagt Jesus, ja, ihr habt zwar die Bibel in der Hand, aber euch fehlt der Heilige Geist. Ihr richtet gar nicht nach dem, was die Bibel eigentlich sagen will und lebt auch nicht danach. Und das ist interessant, dass wir uns bewusst machen, wenn wir aus eigener Kraft das Gesetz halten wollen, kann das Gesetz nichts bewirken, weil es wird kraftlos durch unser Schwach. Wodurch wird das Gesetz kraftvoll? Wenn der Heilige Geist, was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht was mit dem Gesetz? Er schreibt es in unser Herz, sodass wir das dann tun wollen und dann tun wir es auch plötzlich. Weil dann kann Gott in uns bewirken, dass wir das Gesetz halten und tun. Ja? Aber das geht nur mit dem Heiligen Geist. Wenn also Jesus sagt, ihr richtet nach dem Fleisch, sagt er, ihr habt zwar eine Bibel in der Hand, aber ihr richtet ohne Heiligen Geist. Und das kann uns genauso passieren. Übrigens, noch ein Beispiel dafür ist in Habakuk 1, Vers 4. Habakuk, Kapitel 1,
Und dort Vers 4. Habakuk Kapitel 1 und dort Vers 4. Da heißt es, in Habakuk 1 Vers 4 ist auch eine schlimme Zeit gewesen in Jerusalem damals, zur Zeit vor der babylonischen Eroberung. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Das Gesetz wird kraftlos, wenn Gottlose es benutzen. Mit anderen Worten, die Pharisäer haben zwar die Bibel, aber ihr sündiges Wesen macht es ihnen unmöglich, richtig zu urteilen. Und das heißt für uns, es reicht nicht, wenn wir die Bibel haben, aber ohne Heiligen Geist sie lesen. Wir müssen Gott täglich darum bitten, dass wir mit geistlicher Erkenntnis auch die Bibel richtig verstehen und anwenden auf die Menschen. Ansonsten fängt man an, die Bibel anderen über den Kopf zu hauen. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus wollte. Ja. Ich musste auch an Römer 1,16 denken, wo es heißt, das Evangelium von Christus ist eine Kraft Gottes. Weil hier heißt es in dem gleichen Zusammenhang auch, es ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Also ja. Glaube und Jesus sind auch nicht vom Wort zu trennen. Ganz genau. Und das ist ja das Interessante, ja, weil sie ohne Heiligen Geist das Gesetz in Anspruch nehmen wollen, sagen sie, lehnen sie jetzt Jesus ab, nicht wahr? Und dann sagen sie, dass sie, was Jesus sagt, stimmt gar nicht. Ja? Sie sagen, dein Zeugnis ist nicht wahr, weil du selbst von dir Zeugnis gibst. Ist nicht interessant? Schaut mal mit mir in Römer 2, Vers 1. Das ist ein guter Vers, den du... In Römer 2 geht es noch weiter. Da sagt er nämlich in Römer 2, Vers 1, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, Römer 2, Vers 1, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst dir dasselbe. Was hatten die Pharisäer gesagt zu Jesus? Du gibst Zeugnis von dir selbst. Was haben die Pharisäer gemacht? Was sagt das Evangelium? Wenn die so, also allgemein so, wenn so ein Pharisäer durch sein Pharisäerleben ging, was hat er so gemacht? Könnt ihr an die Bergpredigt erinnern, was sagt Jesus über die Pharisäer, was machen sie? Und die Schriftgelehrten, wenn sie ein Almosen geben. Jetzt komme ich und ich gebe ein Almosen. Hier, seht, was für ein Almosen ich gebe. Sie lassen vor sich posaunen, dass die Leute applaudieren. Sie sagen vielleicht nicht, ich gebe ein Almosen, aber sie machen alles andere. Ja? Also, die Pharisäer haben sich in den Mittelpunkt gestellt, oder? Es ist interessant, dass diejenigen, die sich in den Mittelpunkt stellen, dann zu Jesus sagen, oh, ha, du hast dir die Frau vergeben, das darfst du gar nicht, weil du gibst ja Zeugnis von dir. Ja? Sie haben nicht verstanden, dass es in dem einen Fall bei ihnen um Egoismus ging, in dem anderen Fall hat Jesus erklärt, wie er dieser Frau hilft. Ja? Sie haben das Evangelium gar nicht verstanden, überhaupt gar nicht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ich glaube, das kann uns auch passieren. Wenn wir nämlich nur noch nach Fakten schauen in der Welt und in der Bibel, aber das Evangelium, das eigentliche Evangelium vergessen. Wenn wir so wie die Juden, dann nur noch die Römer als Feinde sehen oder den Staat, aber nicht mehr das Evangelium eigentlich, wie wir es brauchen, verstehen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Genau. Wir haben ja gelesen in Vers 15, Jesus sagt, ich richte niemand. Das Griechische ist noch deutlicher. Es sagt, ich richte überhaupt niemanden. Und jetzt denkt man, okay, aber heißt das, hat Jesus damit gesagt, dass er niemals richtet? Nein. Und das wissen wir schon, nicht wahr? Gehen wir doch mal in Johannes zurück, Johannes 3 und dort Vers 17. Johannes Kapitel 3 und dort Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Genau, und die Geschichte von der Ehebrechin zeigt genau das. Ja? Die Pharisäer wollten sie richten, Jesus kam, um sie zu retten, nicht zu richten. Ja, das war die Idee. Und übrigens, wir haben ja gelesen, worin das Gericht besteht, oder? Das Gericht besteht darin, dass Jesus in die Welt gekommen ist, das Licht in die Welt gekommen ist, nicht wahr? Ich bin das Licht der Welt. Das ist das Gericht, ja, sozusagen. Genau.
Aber sagt der Vers, dass Jesus niemals richten wird? Nein, denn Jesus hatte schon gesagt, in Johannes 5 übrigens auch hier, nicht wahr? In Johannes 5. Gehen wir mal zurück in Johannes 5 und dort in Vers 22. Johannes 5, Vers 22, dort steht, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und dann heißt es weiter in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Leben, zum Tod, zum Leben durchgedrungen. Das ist das, was die Ehebrecherin erlebt hat. Ja, sie hat das Gnadenangebot in Anspruch genommen. Und dann heißt es weiter in Vers 27, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also Jesus macht ganz deutlich, ich werde richten. Als er gesagt hat, ich richte niemanden, hat er nicht damit gesagt, ich werde niemals richten, sondern er hat gesagt, jetzt, hier auf der Erde als Messias, richte ich niemanden. Ich komme, um zu retten. Das Gericht kommt später. Und zwar, wer kommt ins Gericht? Wer wird dann am Ende verurteilt werden? Alle, die dieses Erlösungsangebot, nämlich das von ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben, die das abgelehnt haben, die werden gerichtet. Aber Jesus kam nicht, um das Gericht zu vollstrecken jetzt. Er kam, um die Menschen zu retten. Und das ist das Evangelium. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter, und zwar zu Johannes 8. Johannes 8 und dort Vers 16. Und da wird es ganz deutlich. Wir machen mal Vers 16 lesen. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Genau, also hier können wir sehen, nicht wahr? Und Jesus, auch wenn ich richte, er sagt also, jetzt richte ich nicht, niemanden, überhaupt niemanden, auch euch nicht, aber ich werde richten. Und mein Gericht ist wahrhaftig, es ist wahr. Das ist das gleiche Wort wie am Anfang glaubwürdig, ja, dieses, es ist glaubwürdig, das ist dein Zeugnis, er sagt, mein Zeugnis ist glaubwürdig und mein Gericht, oder mein Zeugnis ist wahr und mein Gericht ist wahr. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Ist Gottes Gericht gerecht? Schauen wir nur einen Bibelvers an. Da könnte man ganz, ganz viele zeigen, die das ganz deutlich machen. Psalm 98 und dort Vers 9. Psalm 98 und dort Vers 9. Das heißt es, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Jesus handelt oder richtet mit dem Vater und Gottes Gericht ist gerecht. Aber es gibt noch was Interessantes. Schaut mit mir in Jesaja 11. Jesaja 11 und dort ab Vers 3. Vers 2. Um wen geht es in Jesaja 11? Es geht um Jesus. Und wie wird Jesus beschrieben? Beschrieben als dieser kleine Spross. Dieser Wurzelspross. Ja? Könnt ihr euch an die Predigt erinnern? Der kleine Wurzelspross, der aus diesem Stumpf hervorgeht. Und auf ihm wird ruhen der siebenfache Heilige Geist, nicht wahr? Die Fülle des Heiligen Geistes. Und jetzt schaut mal Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, ja, also nicht menschlich, sondern noch nach dem Hörensagen recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Das ist genau, was er gemacht hat. Wer war die Elende in der Geschichte? Die Ehebrecherin. Und wie hat er sie mit Gerechtigkeit gerichtet? Er hat ihre Strafe auf sich genommen. Mit anderen Worten, Jesus macht eigentlich hier deutlich, dass er in Johannes 8 der Messias aus Jesaja 11 ist. Nicht wahr?
der Messias wird gerecht richten. Und wenn er sagt, ich werde mit meinem Vater gerecht richten, sagt er wiederum, ich bin der Messias. Ich bin genau der, von dem Jesaja 11 steht. Er spricht. Noch ein Beispiel dazu, Jeremia 23. Jeremia 23 und dort Vers 5 und 6. Jeremia 23 und dort Vers 5 und 6. Jeremia 23, Vers 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Ja, das ist er wieder. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist was? Unsere Gerechtigkeit. Jetzt versucht mal, den Vers auf die Ehebrecherin zu beziehen. Ja? Er schafft Gerechtigkeit für die Ehebrecherin. Ja? Und konnte sie an dem Tag sicher wohnen? Ja, sie hatte gedacht, sie überlebt den Tag nicht. Und jetzt war sie sicher. Jetzt konnte sie sicher wohnen. Sie konnte sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat mich nicht verurteilt. Er hat mir vergeben. Und er stirbt für mich dann. Das hat sie vielleicht nicht bis ins Letzte so verstanden, aber das ist dann, was daraus geworden ist. Das ist diese Gerechtigkeit, die er ihr geschenkt hat. Er hat ja nicht nur ihre Sünden auf sich genommen, sondern er hat auch sein Gehorsam, seine Gerechtigkeit ihr geschenkt. Und das zeigt er hier an dieser Stelle, dieser Geschichte. Schauen wir noch ganz kurz Johannes 8, Vers 17. Schauen wir das noch? Johannes 8 und dort Vers 17. Die Geschichte geht noch weiter. Jesus sagt noch mehr. Er sagt jetzt Folgendes. Er sagt, es steht aber auch in Vers 17? Ah, mag jemand von euch lesen? Johannes 8, Vers 17? Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Genau. Warum sagt Jesus jetzt, es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben? Im Herzen. Ja? Vielleicht ums Herzen? Er bezieht sich jetzt auf das Gesetz, mit dem Sie vorhin argumentiert haben. Aber ja. Er sagt trotzdem, es ist euer Gesetz, also distanziert sich auch ein Stück weit davon. Ja, vielleicht distanziert es sich ein bisschen auch von Ihrer Auslegung zumindest. Also ich habe den Eindruck, er will vielleicht auch eine Brücke bauen. Ja? Ihr kommt mit dem Gesetz, ihr kommt mit dem Gesetz und wollt, schaut doch mal, was in eurem Gesetz wirklich steht. Ja? Er sagt nicht, tut das Gesetz weg, schaut mal das Gesetz genau an. Der Paulus macht auch das mal. Er sagt, ihr wollt unter dem Gesetz sein, hört ihr das Gesetz nicht, hört doch mal, was das Gesetz sagt. Ja? Also er versucht jetzt quasi in einer Sprache, die sie sprechen können, ja, das Gesetz. Ja? Versucht er ihnen zu zeigen, was eigentlich Gott möchte. Er sagt nämlich, das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Und ihr kennt ja solche Stellen, oder? Die Bibel sagt immer wieder, dass dass das Zeugnis von zwei oder drei in der Sache, also auf das Zeugnis von zwei oder drei Zeugen soll eine Sache bestätigt sein. Ja? Also er sagt, nach der Bibel braucht es zwei Zeugen. So, und jetzt kommt's. Wer sind diese beiden Zeugen? Vers 18. Wer mag Vers 18 lesen? Ich bin es, der von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Genau. Wie gesagt, nicht im Sinne von angeklagt, im Sinne von, was Gott in dieser Welt tun möchte. Gott, der Vater, hat gesagt, dass er die Menschen retten möchte und Jesus sagt, ich rette die Menschen, ich bin das Licht der Welt. Und beide, und Jesus macht eigentlich was Interessantes, er sagt, okay, schaut mal, der Vater sagt das und ich sage das. Das sind zwei Zeugen. Ja, diese Lehre, die wir predigen, ist wahr. Sie ist nicht unbiblisch. Ja. Sie ist sowieso biblisch, ja, und zeigt es ihnen quasi in ihrer eigenen Sprache. Jetzt kommen wir zu Vers 19. Vers 19, wir haben es fast geschafft. Vers 19, wer mag lesen? Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Genau. Wir werden noch sehen, wenn wir jetzt die nächsten Wochen dieses Kapitel studieren, Jesus baut ja einen Punkt auf. Er sagt es hier noch nicht so deutlich. Er baut den Punkt auf. Ganz am Ende wird er sagen, ehe Abraham war, bin ich. Das sagt er hier noch nicht so deutlich. Wir verstehen es schon, was er sagt, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dass er Gott ist. Wenn er sagt, woher ich komme, nicht wahr? Er baut jetzt so langsam eigentlich auf, weil er ihn deutlich machen möchte. Es ist ja nicht mehr lange hin bis zur Kreuzigung. Er möchte ihn deutlich machen, ich kann der Frau vergeben, ich bin Gott. Und das Problem ist, warum sie es nicht verstehen können, ist, weil sie Gott den Vater nicht verstehen. Sie verstehen Gottes Wesen nicht. Aber das Problem ist, wenn sie Jesus ablehnen,
wie viel können sie dann vom Vater verstehen? Gar nichts. Denn, und hier sehen wir, was passiert in Johannes 1, Vers 10. Das, Johannes hat es mal dann sehr schön zusammengefasst in Johannes 1, Vers 10. Das wahre Licht, Vers 9, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt hineinkommen. Und was passiert dann in der Welt? Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannt ihn nicht. Das heißt auf Deutsch, die Pharisäer sind weltlich. Ja? Ich wollte vorhin noch was zu dem Richten sagen, weil wir hatten ja die Texte gelesen, wo Jesus sagt, oder wo es erst heißt, dass er nicht zum Richten in die Welt gekommen ist, aber trotzdem sehen wir später, er richtet gewissermaßen. Und schon allein die Ablehnung von Gott ist ein eigenes Gericht. Dementsprechend würde ich auf unsere Geschichte bezogen sagen, die Pharisäer haben sich hier ein Stück weit selbst das Gericht gesprochen. Ja. Sie haben die Frau zwar angeklagt, aber es fällt auf sie selbst zurück, als sie Jesus eigentlich für einen Lügner bezichtigen und ihn nicht annehmen. Ja, ganz genau. Das ist ja das, was Jesus sagt, nicht wahr? Das Gericht ist das Licht, die Finsternis hat geschienen, die Finsternis kommt nicht. Ja, sie nimmt es nicht an. Und dann bleibt der Zorn Gottes auf ihn. Ja? Jesus kommt ja, und das Interessante, als Jesus am Kreuz hing, war ja ein Gericht. Das Gericht über den Satan, das Gericht über die Sünde. Was Jesus auf der Erde nicht tun wollte, er wollte nicht Menschen verurteilen. Aber das, was im Gericht passiert, nämlich die Bestrafung der Sünde, die fand ja am Kreuz von Golgatha statt. Deswegen kann er sagen, ich richte mit Gerechtigkeit und gleichzeitig kann er sagen, ich richte niemanden. Einmal geht es um die Verurteilung von Menschen, das macht er nicht auf der Erde. Zum anderen geht es um den Akt des Gerichtes selbst, denn indem er die Strafe auf sich nimmt, findet ja ein Gericht statt. Ganz genau, sehr gut. Wir haben schon gesehen, die Menschen kannten Jesus als Mensch, aber nicht in seiner Göttlichkeit. Und wie erkennt man jetzt Gott? Schaut mal mit mir in Jeremia 22, Vers 16. Es gibt interessante Stellen, die deutlich machen, wie man Gott erkennen könnte. Jeremia 22, Vers 16. Wir schauen mal zwei Stellen Jeremia an. 22, Vers 16. Da heißt es, ja, wenn man den Bedrängten und Armen zum Recht verhilft, dann steht es gut. Bedeutet das nicht, mich zu erkennen? Jeremia sagt, wenn man den Armen und den Elenden hilft, dann kann man etwas über Gottes Wesen verstehen. Wie stand es mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Die waren meilenweit davon entfernt, denen zu helfen. Das konnten sie Gott nicht verstehen. Noch ein Beispiel in Jeremia 24 und dort Vers 7. Ja, genau. Nicht aus echter Liebe. Ja? Sie haben sich nicht um die Armen gekümmert. Das war nur, sie haben es, wenn, dann nur instrumentalisiert. Jeremia 24, Vers 7. Jeremia 24, Vers 7. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Ja. Seht ihr auch wieder, mein Volk, ich will dir Gott sein, nicht wahr? Also wenn man es einmal mal sieht, dann hört es gar nicht auf, nicht wahr? Aber der Punkt ist hier, ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen. Und wie nennt man das, wenn Gott sagt, ich will ihnen ein Herz geben? Was ist das? Wie nennt man das, wenn Gott mir ein neues Herz gibt? Das ist Bekehrung, ja? Eine Herzensbekehrung. Durch Bekehrung. Einmal durch den Dienst am Menschen kann man etwas über Gottes Wesen verstehen und dadurch, dass Gott mir ein neues Herz gibt. Und hatten sie ein neues Herz, die Pharisäer? Ihnen fehlte die Bekehrung, ihnen fehlte der Dienst am Menschen. Deswegen haben sie Gott nicht verstanden. Und weil sie Gott nicht verstanden haben, haben sie nicht verstanden, was Jesus da mit der Frau gemacht hat. Sie haben nicht verstanden, dass Gott die Frau liebt und dass er sie retten möchte. Deswegen, das ist so ein bisschen, ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Da gibt es den anderen, zweiten Sohn, der versteht nicht, warum das passiert. Der begreift nicht, warum man diesem wieder verlorenen Sohn so ein Freudenfest macht. Der begreift es nicht, weil er das Evangelium nicht versteht. Und wisst ihr, manchmal, und deswegen betone ich das heute so, sind wir vielleicht gut darin, die Bibel Lehren zu kennen und die Fakten und die Daten und die Prophetie, also wenn wir das überhaupt noch glauben, ja, das ist ja dann eine Anfrage, aber wenn wir das glauben, ja, aber wenn wir nicht, dann ist das zwar gut, dass wir es glauben, aber wenn wir nicht das Evangelium verstehen, dann enden wir am Ende so wie die Pharisäer. Und das wäre sehr tragisch, weil die wussten viel von der Bibel und kannten Gott nicht. Ja, die konnten sich sogar an die Worte von Jesus erinnern, nach anderthalb Jahren, nur um gegen Jesus zu wirken.
Und das wäre super, super tragisch, wenn uns das passiert. Ellen White sagt, ich hab lange, lange, viele Jahre rumgerätselt, immer so ein bisschen hier und da. Ihr wisst ja, in Laodicea gibt es das Gold, das weiße Gewand und die Augensalbe. Ja? Gold ist ganz klar. Das Gold ist im Feuer geläutet, ist die Liebe, die durch die der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Das weiße Gewand, das Gewand der Gerechtigkeit. Und bei der Augensalbe ist immer so. Und irgendwann habe ich vor einiger Zeit mal ein Ellen White Zitat gelesen, wo sie exakt sagt, was die Augensalbe ist. Sie sagt, die Augensalbe ist geistliches Verstehen, geistliche Erkenntnis, ein Verständnis der Gnade, dass man mit dem Blick der Gnade und des Geist, mit dem Blick der Barmherzigkeit auf Menschen auch schaut. Und Dinge versteht, sozusagen Dinge beurteilt im Licht des Evangeliums und nicht im Lichte, wie ich die Dinge finde und beurteilen möchte. Und das ist, was Jesus uns anbietet. Wenn sie zugeschaut hätten, was Jesus mit der Frau gemacht hat, wie er sie behandelt hat, hätten sie auch Gott verstehen können. Aber was haben die Pharisäer gemacht? Viele von ihnen sind gegangen. Ja. Und so konnten sie Gott nicht verstehen. Zum Schluss, letzter Vers für heute, Johannes 8, Vers 20. Johannes 8, Vers 20. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Wir werden den Opferkasten noch kennenlernen, ich weiß nicht in wie vielen Monaten oder Jahren, aber da kommt Jesus nochmal vorbei. Ja, das ist die Geschichte, wo da eine Witwe ihre zwei kleinen Groschen reintut. Das ist genau der Opferkasten. Das ist zum ersten Mal hier Jesus. Wisst ihr, was interessant ist? Dieser Opferkasten stand in dem größten Vorhof des Tempels. Es gab ja verschiedene Vorhöfe, Abteilungen. Und der, wo am meisten Menschen waren, das war der Vorhof der Frauen. Warum? Weil da durften die Frauen noch sein. Ja? Wenn man dann weiterging, waren die Frauen ausgeschlossen, hat sich schon mal halbiert. Nicht wahr? Und also Jesus hat hier gelehrt, wo auch die Frauen dabei sein durften. Interessant, nicht wahr? Jesus war nicht wie die Pharisäer, die gesagt haben, Frauen interessieren mich nicht wahr? Wir machen unser eigenes Ding. Jesus hat dort gelehrt, wo möglichst viele ihn erreichen konnten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie die Ehebrecherin dorthin bringen konnten. Weil weiter ins Innere konnten sie gar nicht bringen. Das war der Vorwurf der Frauen. Und dort hat Jesus gelehrt, das zeigt uns auch, dass dort viele Menschen waren, die gehört haben, ich bin das Licht der Welt. Und diese Diskussionen gehört haben. Und dann heißt es hier am Ende sehr interessant, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Warum noch nicht? Wir sind in welchem Jahr? Es sind 30 nach Christus. Es fehlt noch ein halbes Jahr. Und wenn ihr mal schaut, damit enden wir heute, in Johannes 7, schon im Kapitel vorher, heißt es immer wieder, schaut mal in Vers 8. Johannes 7, Vers 8. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Dann Vers 30. Vers 30. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann Vers 44, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Und jetzt wieder, ja? Niemand legte Hand an, niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Gott hat ihn bewahrt. Er sollte 3,5 Jahre lang wirken. Es waren erst 3 Jahre um. Und sie wollten ihn zwar schon längst umbringen, haben wir gesehen, nicht wahr? Sie haben versucht, ihn irgendwie zu fassen, aber niemand hat Hand an ihn gelegt. Gott hat ihn bewahrt. Und nächste Woche schauen wir mal, wie diese Geschichte weitergeht, denn es kommen noch einige sehr, sehr interessante Aussagen von Jesus und spannende Gespräche hier mit den Pharisäern. Das ist ein ganz großes Schlüsselkapitel, dieses Johannes 8 Kapitel. Für heute wollen wir mitnehmen. Es reicht nicht, wenn wir Jesu Worte kennen, wenn uns der Heilige Geist fehlt. Es reicht nicht, wenn wir das Gesetz Gottes kennen, die Prophetie kennen, wenn uns der Heilige Geist fehlt. Wir müssen verstehen, was Jesus eigentlich möchte. Wir müssen verstehen, wie Gott der Vater ist. Wir müssen das Evangelium verstehen, mit geistlichen Augen sehen. Und dann werden wir sehen, dass Jesus sich nicht selbst erhöht, sondern mit seiner Aussage, ich bin das Licht der Welt, eben sich nicht selbst erhöht hat, sondern seine eigene Erniedrigung gezeigt hat. Nicht wahr? Sein Tod und Sterben für diese Frau und für mich und für uns alle. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns unterrichtest, dass du unser Lehrer bist. Vor allem möchten wir dir Danke sagen, dass du so anders bist als Menschen. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir durch das Leben und die Worte von Jesus deinen Charakter besser verstehen können. Und Herr, bitte bewahre uns davor, dass wir vielleicht viel wissen, aber den Geist des Evangeliums nicht verstehen. Herr, hab Dank für diese Geschichte mit der Ehebrecherin, die uns so viel Mut und Hoffnung macht, dass du lieber alle
Strafe selbst bezahlst, als dass wir verloren gehen. Und Herr, wir wollen dir das glauben. Alle unsere Sorgen, Sünden, Probleme auf dich werfen. Und dich als das Licht in unserem Leben, das Licht der Welt annehmen. Wir danken dir, dass du zu uns allen sprichst. Dass du möchtest, dass diese Botschaft so viele Menschen wie möglich erreicht. Herr, gib, dass wir ganz fest bei dir bleiben. Und schenk du uns die Augensalbe. Schenk du uns Glauben, Liebe, Gerechtigkeit und ein geistliches Verständnis. Schenk uns Augen der Gnade und Barmherzigkeit, die verstehen, wie du bist. Das bitten wir im Namen Jesu, der diese wunderbaren Worte gesagt hat. Amen.